Und Wagenknecht beschreibt das und dann hör mal genau zu, wie die Autorin das Fazit daraus zieht. Das Letzte, was diese Welt braucht, ist noch mehr Krieg. Aber wenn es so wäre, dass unter Trump die USA eben nicht mehr auf Interventionskriege setzen, um ihre Rohstoffinteressen, ihre Ölinteressen durchzusetzen, das wäre ja wirklich ein großer Fortschritt. Und da sollte jetzt Europa nicht den Schluss daraus ziehen, dass wir jetzt um unsere Einflusssphären militärisch kämpfen wollen. Doch der neue US-Präsident könnte Deutschland genau dazu zwingen, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Ginge das mit Rot-Rot-Grün? So. Wir haben jetzt genau zugehört. Sarah Wagenknecht spricht davon, dass die Amerikaner ihre Rohstoff- und Ölinteressen verfolgen und die Europäer das nicht auch tun sollten. Sarah Wagenknecht spricht davon, dass es um Einflusssphären geht. Und die Autorin summiert das und oder fasst das zusammen in dem, naja, geht es hier nicht auch? Stimmt das nicht? Müssen wir jetzt nicht um unsere eigene Sicherheit sorgen? Das heißt, sie ersetzt den Begriff, den Sarah Wagenknecht verwendet, von Interessen und Einflusssphären mit dem Begriff Sicherheit. Und das fand ich so pervers, dass ich das jetzt mal zusammengeschnitten habe und habe die Worte der Autorin Sarah Wagenknecht in den Mund gelegt und danach hören wir es mal andersrum. Also was wäre, wenn Sarah Wagenknecht das gesagt hätte, was die Autorin uns gerade suggeriert hat? Das Letzte, was diese Welt braucht, ist noch mehr Krieg. Aber wenn es so wäre, dass unter Trump die USA eben nicht mehr auf Interventionskriege setzen, um ihre Sicherheit durchzusetzen, das wäre ja wirklich ein großer Fortschritt. Und da sollte jetzt Europa nicht den Schluss daraus ziehen, dass wir jetzt um unsere Sicherheit militärisch kämpfen wollen. Okay, für den Clip, der jetzt kommt, kriegt Thilo hier Clip of the Day hoch 10, super Auszeichnung schon mal. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt andersrum. Wir legen die Worte von Sarah Wagenknecht in den Mund von der Autorin. Doch der neue US-Präsident könnte Deutschland genau dazu zwingen, mehr für die eigenen Rohstoffinteressen, ihre Ölinteressen, der Einflusssphäre zu tun. Ginge das mit Rot-Rot-Grün? Sehr gut. Das ist im Grunde, was Sie uns sagen wollen bei der AD. Ja. Finde ich sehr erhellend. Die Linken sprechen da richtigerweise von Interessenpolitik, von Machtpolitik, von Einflusssphärenpolitik. Ja. Und das ZDF oder die ARD will uns verkaufen. Oma Erna, hier geht's um unsere Sicherheit. Sehr gut. Ja.